Röser und die Cheftrainerin Monika Teodorescu. Und sie alle gucken diesem letzten Paar zu. Lisa Müller. Und Lisa hat uns heute hier mitgebracht, ihren 12-jährigen Stedinger Sohn. Gut Wettelkamps Stand by Me. Einen Wumms darunter. Das ist natürlich grandios. Und jetzt kommt mein kleines Aber. Mit diesem Wumms muss man natürlich als Reiter auch erstens umgehen lernen, das in der Prüfung auf den Punkt bringen. Und das ist enorm, wie die beiden in den letzten Monaten zusammengewachsen sind. Das ist echt unfassbar. Hatten schon in Fritzens dieses Jahr super, super Runden und waren jetzt im September in Budapest das allererste Mal bei einem Weltcup-Turnier am Start. Das ist natürlich schon allein beim Zugucken ein Mega-Gefühl. Da will ja das ganze Pferd nur eins, Piaf Passage. Das ist ja Wahnsinn. Das macht er mit einer solchen Selbstverständlichkeit durch den ganzen Körper. Jeder Zipfel des Pferdes will mitpiafieren und passagieren. Das ist schon definitiv was Besonderes. Hier darf er für meinen Geschmack ein bisschen mehr loslassen. Der war für mich nicht ganz optimal, der starke Schritt. Kam noch nicht in der letzten Konsequenz mit dem ganzen Körper zum Schreiten. Ja, ja, haben Sie ihr Brrr auf den Lippen gesehen? Schön warten, schön warten. Na, dass er das kaum abwarten kann, bis er hier wieder losfliegen kann, das ist ja unfassbar. Guck mal, was der will weg. Der will einfach nur weg vom Boden. Unglaublich. Maximales Abfußen und durch den Körper federn. Anders kann man das überhaupt nicht sagen. Das ist maximal. Aber sie hat das auch wirklich jetzt gut mit ihm zusammengekriegt. Noch einmal, diesen riesen enormen Ablauf, den muss man erstmal ja dann auch so ein bisschen in die Bahn kriegen. Oh. Jetzt bauen sie uns hier einen Wechselfehler ein. Ich krieg's nicht hin. Nee, schade. Zwei ja doch stark fehlerhaft. Da bleibt nicht mehr viel. Mehr als so eine 4 übrig. Hatte sie da einen Zählfehler drin oder habe ich mich verzählt? Nee, ich habe mich verzählt. Wird mit 6,5, 7, 7,5.
Trainerwechsel noch nicht ganz lässig? Da will er ja auch dann wirklich ins Bergauf und noch einmal, ne? Auch im Galopp dann dieser große Sprung, den muss man dann erstmal so richtig schön unter Kontrolle kriegen, damit man da die Lektionen absolvieren kann. Sehr kleine, sehr kontrollierte Pirouette. Etwas größer gewesen. Das ist natürlich für uns auch immer so ein bisschen Perspektivwechsel. Das ist ganz schwer. Die eine Pirouette sehen wir ein bisschen von vorne, die andere eigentlich direkt von der Seite. Schade, der Übergang etwas stockend. So, aber jetzt kann er nochmal fliegen. Haucheilig aus meiner Sicht. Haucheilig mit sehr viel Ausdruck, aber ein haucheilig. Man würde jetzt gerne einmal mit dem Finger schnipsen und schnell mit der Lisa tauschen. Das Gefühl. Oh. Was für eine unfassbare Piaffe. Und unglaubliches Piaf-Passagevermögen, eine Elastizität, ein Ausdruck, ein Spaß, der da rüberkommt. Mann, also das hat mich wirklich geflasht. Wir kennen ihn ja nun schon ein bisschen, den Stand-by-Me, aber das war schon wirklich absolute Oberspitze hier eben diese Schlusspiaffe. Da ist immer noch mal so ein halber, nicht ganz ausgebalancierter Tritt dazwischen. Das sage ich jetzt nur, um zu erklären, warum da nicht permanent die 10 steht. Und ich muss jetzt mal eins sagen, ist ja gerade, das ist ja die absolute Obersensation, was hier passiert. Lisa Müller gewinnt den Grand Prix der Spezialtour mit 75,913%. Das bedeutet, wir haben ein erneutes Personal-Best-Ergebnis hier und den Sieg für Lisa Müller. Ich glaube, wer das heute Morgen hier mal verwettet hätte, dass Lisa sich vor ihre Trainerin, vor Isabel Wert setzt. Ingrid Klimke ist mit Franziskus Zweite, mit beide mit 75%. Das ist ein vollkommen irrer Grand Prix hier heute Morgen. Das ist, ja, da muss man...